Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Sieh mal, der Junge da. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Sei froh, dass du Socken hast. Ich trage lieber keine Socken, als so zu tanzen. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa, warum tanzt er? Siehst du? Du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen lösen. Du bist unglaublich dramatisch, genau wie dein Vater. Man könnte meinen, du hättest ein Gebrechen. Wurde er verflucht? Oh, können wir diese Socken nicht zu Mr. Hill zurückbringen und mir normale besorgen? Du kannst dir deine Socken aussuchen, wenn du selbst zahlst. Bis dahin wirst du lernen, sparsam zu sein und dich zu benehmen. Du machst hier eine Szene. Papa, kann man Zauber wirklich aus Dingen herauswaschen? Sei nicht albern. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Ist überhaupt klar, wie teuer der Besen war? Seine eigenen Sachen zu zerstören ist eine Sache. Aber der Besen gehörte deiner Schwester und du sollst wissen, dass sie außer sich ist. Außerdem hättest du sterben können. Keine Besenrennen mehr für dich und ich will nichts mehr hören. Schönen Tag noch. Ich sagte, dass ich es tue. Ja, das solltest du auch. Darauf kannst du lange warten. Nein. Diesmal werde ich sie fragen. Das sagst du schon seit 40 Jahren. Habt ihr das gesehen? Sie hat mich angeschaut. Werter Schulterhaufen, ich fürchte, ich war es, der ihren Blick auf mich zog. Oh. Ich werde es tun. Das solltest du. Noch in diesem Jahrhundert. Um Himmels Willen, nun mach endlich. Milady, erweisen Sie mir die Ehre dieses Tanzes? Ich habe sie gefragt. Hast du nicht was vergessen? Ach, hey, Milady, könnte ich vielleicht meinen Körper ausleihen? Milady! Lust auf ein Tänzchen? Ich dachte, du fragst nie. Was für ein schönes Paar wir sind.